Und diese Biene kann man dann auch mit Shift anzeigen lassen. Ich kann die jetzt direkt anzeigen lassen, nochmal in den zweiten. Da sieht man dann, was für ein Klima es braucht, was für eine Temperaturtoleranz es hat. Humidity, was bedeutet das nochmal? Das ist quasi Wüste, War das nicht sonstiges. Klima? Klima ist die Hitze und Humidity ist, glaube ich, die Feuchtigkeit. So war es. Okay. Also in der Wüste ist es trocken, im Nether ist es trocken. Was ist ein Diurnal gewesen? Diurnal. Ja. Oh, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Okay. Nocturnal Muss ich auch wieder was. war auf jeden Fall, es gibt nachtaktive Bienen. Das würde dann bei Nocturnal würde da jetzt stehen. Flyer, weiß ich auch gerade nicht mehr, was es bedeutet. Cave bedeutet, dass man sie auch in der Höhle, also unter Erde sozusagen brüten lassen kann, brüten, ja, bestäuben lassen kann. So, hier sieht man Possible Produce, man sieht, was die herstellen, das ist nur diese Honeycomb. Und hier hat man Possible Mutations. Zu den Mutations kommen wir noch, denn das ist das richtig Interessante bei den Bienen. Classification habe ich mich auch noch nicht, ehrlich gesagt, damit identifiziert, also noch nicht wirklich ausgekannt oder so. Bemüht. So, wichtig bei den Mutations sind die Active und die Inactive Sachen hier. Active ist das, was die Biene im Moment ist. Inactive ist, was die Biene sein könnte, wenn man sie mit einer anderen züchtet. Was dabei auch rauskommen kann. Und wenn man züchtet, hat man entweder die Chance, dass das Active vererbt wird. Oder dass es inaktiv weiter vererbt wird. Ich weiß aber nicht genau, wie das nochmal hundertprozentig abläuft. Weißt du das noch? Das ist Nee. schon echt lange her, wo ich das letzte Mal Bienen Hundertprozentig gezüchtet weiß ich habe. es leider nicht mehr. Ja, ich auch nicht mehr hundertprozentig. Ich müsste mich da erst wieder reinlesen. Das ist schon echt lange her, wo ich das letzte Mal Bienen gezüchtet habe. Inzwischen sollten... Oh nee, okay, die Königin. Ach so, es ist Nacht. Ich sollte vielleicht den Tag wieder andeuten lassen. Damit meine Bienen bald sterben. So. Na, komm. Wunderbar. Tag ist es. Guten Morgen. Liebe Sorgen, seid ihr auch schon alter? So, und die Bienen arbeiten wieder fleißig. Pristine Stock, okay. Unknown genommen, das bedeutet einfach, dass ich es noch nicht identifiziert habe. Und, man sieht, diese Bienen würden jetzt im Moment noch, stellen im Moment noch nicht viel her. Man kann das dann alles nochmal ein bisschen, wie soll ich sagen, in die Wege leiten, dass sie angeregt werden zum Produzieren von mehr Honeycombs, mehr Combs generell. Dazu aber dann erst, wenn wir wirklich so ein Puh, paar richtige ich Bienen haben. glaube, ich habe eine Quest für dich. Du hast eine Quest fertig? Ja. Welche denn? Die letzte, hoffentlich jetzt letzte von Learn to Sky Block, wenn du es siehst. Ach, du meinst den Resonant Flux Ja, Capacitator? und zwar manually submit. Ach, So, ich ich nehme nehme die die Reward Reward Back. Back. So, Redstone Energy Cell, ändert. Und wir sind. Nein, nicht wirklich. Wir sind durch. Wow, okay. Sehr geil. Schauen wir mal, was ich mir noch sehen wollte. Nee, der endet trotzdem immer noch eine Quest. Oh, oh. Okay, wir haben Steel. Le Learning to Skyblock fertig. Ja, und Steel hat Neues bekommen, hat was Ich habe ganz Neues. eine Epic Reward Back. Jawohl. Alter. Oh, du hast mir gerade was rübergegeben. Blue Zomf. Pearl. Ich habe eine Zomk Reward. Keine Ahnung. Ich habe lauter Perlen. Ich habe auch die Black Pearl. Ist die Black Pearl? Ich habe die Black Pearl. Oh mein Gott. Weißt du, was ich bekommen habe? Warte, Wohin? warte, ich habe eine Hungry Chest. Kennst du die? Ja, die fressen die ganzen Sachen, wenn irgendwas fliegt. Aber ich werde die Perlen jetzt erstmal hier reinschmeißen. Burn. Die Perlen. Alter, was bringen denn die? Ups, Perl? jetzt hast du die Hungry Chest. Neopren. Wir haben Neopren, lol. alle Perlen, die es von Marie Kultur gibt. Ja. Ach du Scheiße. Ich find's scheiße, dass man kein Schiff mit der Black Pearl machen kann. Fischsorter Black Pearl Block. Alter, okay.
Das muss, ist ziemlich krass, was ich hier bekommen habe. Sehr viele Perlen. Gut. Die Hungry Chest hau ich auch mal hier oben rein. In die linke Chest, wo die ganzen Maschinen drin sind. In der Zwischenzeit sollte eigentlich, wenn ich mich jetzt richtig schätze, sollte man hier oben jetzt langsam der Trealizer fertig sein. Trealizer funktioniert ähnlich wie der Beerlizer, nur halt mit Saplingen. Aber den werden wir höchstwahrscheinlich nicht benötigen. Also. Markus, wir haben eine Quest bekommen, in der wir alle Jetpacks herstellen müssen. Echt? Wo? Bei Steel Powered Flight. Alter, okay, krass. Also der fängt jetzt gerade mit Leadstone an, aber das Bild am Anfang hat schon mal die letzte Ding gezeigt. Also habe ich so die Vermutung, wir müssen uns von einer zur anderen kämpfen. Höchstwahrscheinlich. So, Manual Submit. So, wir haben übrigens die Analyzing the Results fertig, ne? Wo ist die? Die bei den Bienen. Da haben wir sie. Oh ja. Reward. Ich finde es gut, dass ich jetzt auch mein Bealizer und Trealizer bekomme. Ja. Ich habe auch wirklich hart dafür gearbeitet. Alter, jetzt nicht im Ernst, oder? Greater Reward Back. Ich habe schon wieder einen Haufen Blöcke bekommen. Die ganzen Dekorationsblöcke habe ich wieder bekommen. Colored Bricks. Oh, ich habe zwei Nightfish bekommen. Oh. So. Wunderbar. Oh, kann ich die Ding bekommen? Deine Redstone Energy Cell, die du bekommen hast? Ich habe keine im Inventar. Doch, 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 du müsstest eine bekommen. Ich sehe gerade keine. Die habe ich schon in die Ding gelegt, hier oben. Da oben ist sie. Kannst aber haben. Ich nehme sie mir mit. Oh, die. Nein. Doch. Die ist voll. Ja. Wir haben 20 Millionen Red Flags im Oh, Moment. schön. Schick. So, man sieht, hier kam jetzt eine Mido Princess und zwei Mido Drones raus. Hier das gleiche. Und hier kamen Forest Drones, eine Common Drone und eine Common Princess dabei raus. Das heißt, wir haben schon mal die erste Mutation hinter uns. Jetzt können wir mal mit dem Realizer, war das? Ich habe keine Honey Drops mehr. Fuck. Und die haben natürlich auch keine Kams immer erstellt. Okay, das heißt, wir müssen jetzt weiter züchten lassen, bis jetzt mal wieder irgendwo Kams noch kommen. Werde noch Hast du vielleicht ein die paar Frames gemacht? noch nicht. Das würde die Produktivität bei weitem steigern. Ja, das weiß ich. Und die kosten nicht viel. Ich weiß, aber ich nehme jetzt zuerst mal die Hives und werde die mal ganz kurz pflanzen und also planten und abbauen. 6. Wow, sehr gut gemacht. So, machen wir es so, damit's. Ich habe gerade gemerkt, unsere Energy Cells, die wir hier haben. Man sieht, der Scoop geht auch sehr, sehr schnell kaputt. Wo ist eigentlich mein. Da ist er. Wo ist mein Schnuffeldu? Wo ist mein Schnuffeldu? So, zack, zack. Dann mal alles an Bienen, was wir haben. Raus. Ich werde mal diese Energy Cells, die wir durch die Questbelohnung bekommen haben, aufwerten. Ja, mach das. Und zwar, weißt du noch, was die vorher platten? 10 Millionen? Ja. Konnten sie speichern? Jetzt kann jede von denen 50 Millionen speichern. Oh, nett. Das ist. Hört sich schon mal hübsch an. Also vielleicht können wir irgendwann mal auf 100 Millionen erhöhen. So, wir haben Modest Princess bekommen. Das ist sehr cool. Das kann passieren, wenn man einen Hive abbaut, dass auch Modest drin ist. Also hatten wir Glück. Die Common Princess waren ja unsere Züchtungen. Und die Honeycombs habe ich jetzt auch. Das heißt, wir kriegen wieder ein paar Honey Drops. Aber raus, schmeißen wir sie mal ganz kurz durch die Centrifuge. Siehst du, wie voll die jetzt sind? Dadurch, dass ich sie erweitert habe? Fast gar nicht. Aber schön, wir haben auf jeden Fall jetzt eine Möglichkeit, Energie zu speichern, wenn wir sie jetzt gerade nicht brauchen. Also wenn mal der Server aus ist oder sowas. Ja. Auch wenn es irgendwie so ausschaut, als ob es echt schnell sich füllt. Ja, weil ich die obere sozusagen jetzt in die untere Ach reinfülle. so, ah.
Aber die Ober. Die entlädt sich gerade. Ach, du Die hast sie noch gar entladen nicht sich beide. angeschlossen. Nee, nee, die sind nur unten und der gibt nur aus. Der ist gar nicht beim Empfang. Achso, ich dachte, du schließt sie noch an. Nein, noch nicht. Ach so, ja dann. Aber weißt du, was ich machen könnte? Ich könnte mal den oberen nehmen und mal unseren Energetic Infuser hier nehmen. Und zack, und jetzt hauen wir da mal das Chatpack rein. Und du siehst schon, jetzt ist es voll. Ja, Hau mega deins doch krass. auch mal rein. Und du merkst auch, hier geht nichts verloren an Energie. Das ist richtig. Alter, krasse Scheiße. Also haben wir noch zusätzliche Energie, um schnell mal ein So, Chatpack zu füllen. jetzt habe ich 10 Honey Drops. Ich würde Das sagen, heißt, das funktioniert ganz gut so. wir können jetzt mit dem Bealizer, den Trealizer tue ich mal da reinschmeißen. Ich brauche keinen Schein. Ohne Witz. Bealizer, 10 Honey Drops und jetzt mal ganz kurz die Common Princess rein. Man sieht, Active ist Common, das heißt, was es im Moment gerade ist. Hat Lifespan shorter, slowest, Flowers. Zwei Drohnen kann sie produzieren. Die Area klar und der Effekt auch. Und Inactive ist Forest. Das heißt, es kann die Möglichkeit wieder hier zu einer Forest-Drohne zu, also dass sie wieder Forest-Drohnen ausspuckt, wenn man sie jetzt beispielsweise mit Forest-Drohnen züchten würde. Ich möchte aber speziell wirklich eine Common Drone auch haben. Deswegen schauen wir mal, was die Common Drone so hat. Die hat Inactive Meadows drinnen. Also das heißt, wenn wir die beiden jetzt miteinander züchten, kann auch eine Meadows-Princess und eine Meadows-Drohne dabei rauskommen. Wie das Ganze hier sozusagen sich zusammensetzt, kann ich euch jetzt nicht sagen, wie es prozentuell dann ausschaut. Aber auf jeden Fall ist es möglich. Ich habe die Hoffnung, dass irgendwann eine Common Princess und eine Common Drone rauskommt, die bei beiden Active und Passive Common haben. Somit habe ich keine Gefahr mehr, dass eine andere Bienensorte dabei rauskommt und kann sozusagen Drohnen dafür züchten, die ich dann mit anderen Princess zusammenschmeißen kann. Red du mal, was ich muss trinken. Ja, was ist so lustig dran? Wie du dich angehörst, hast du dabei. Ups, sorry. Das war schön. Ja. Die Kohlensäure war zu hoch. Ja, sowas passiert den Besten. So, ich habe eine Potion Flask. Stimmt, auch denen. Was? Passt schon. Ach, Schnauze. So. Wir haben noch ein paar Herzle. Wir brauchen dann noch so komische. Wir müssen ja die Beehives uns selber mal herstellen, damit wir genug Princess herkriegen, ne? Ah, man sieht schon, hier wachsen übrigens schon Blumen. Hier haben wir schon eine Rose. Rosen sind rot. So. Ich werde jetzt noch mal ganz kurz. Wir haben ja schon ein paar andere Bienen. Und zwar haben wir. Lass mich kurz gucken. Eine Meadows mit einer Meadows. Die sind auch alle noch nicht gezüchtet. Dementsprechend sind es noch reine Meadows-Bienen. Eine Forest mit einer Forest. Eine Cultivated mit. Oh, hier haben wir eine Was? Stat Feast, okay. Stat Feast mit Stat Feast, okay. Cultivated mit Cultivated. Und was haben wir noch? Modest haben wir auch noch. Modest mit Modest. So, das werde ich schon mal als Reinzucht ansehen. Das heißt, wir fangen hier hinten an. Und schmeißen die beiden zusammen. Die beiden zusammen. Hier kommen auch wirklich nur wirklich Reinzuchten. Nein. Einzug. Ja. Alter, ich brauche einen Sound. Ich brauche einen Soundmuffler. Ohne Witz, das war. Was war das? So, schauen wir mal, was das kostet. Soundmuffler. Wolle, Wolle, Wolle und Noteblock. Noteblock ist mit Holz und einem Redstone.
Zweimal Redstone. Einmal Glowstone, einmal Gunpowder. Was willst du von mir? Glowstone. Zweimal Redstone. Gunpowder. So. Kein Platz mehr? Doch. Also. So, ich mach dabei schon mal ein paar Catalysts. Ja, ich mach weiter mit Magie. Oder besser gesagt mit Alchemie. Zucker. Gunpowder. Redstone. Redstone. Ah, schön. Glowstone. Hier ist es wieder lauter. Aber hier ist es schön. Es ist schön sanft leise. Wunderbar. Lassen wir mal ganz kurz wieder Tag werden. Und dann hoffentlich kommen dann so langsam aber sicher schon ein paar Honeycombs raus. Und dann schauen wir mal, was wir als nächstes für die Bienenquests benötigen. Wir haben jetzt einen... Wir könnten jetzt Breeding and Reproduction. Achso, wir müssen 16 Honeycombs sozusagen opfern. Boah, das gefällt mir jetzt gar nicht. Aber okay. Haben wir so viele? Im Moment noch nicht. Im Moment haben wir gar keine. Ich habe auch. Wir haben aber noch 20 Hives. Tropical und Marshy. Ich weiß aber nicht, ob da Honeycombs dabei rauskommen. Nee. Bei den Tropical und bei den Marshy nicht. Und ich glaube, wir haben auch nicht das richtige Gebiet, damit die überhaupt anfangen können zu produzieren. Ja, es geht nur, dass ich die mit dem Scoop abbauen könnte. Nee, die also geben keine. Gut, dann ist es jetzt erstmal egal, diese Quest. Das heißt, die bekommen wir dann nach und nach. Weil die sollten ja auch mit ein bisschen Glück was produzieren. Mhm. Was hier aber irgendwie nicht... Oh, doch, doch, hier, was Honeycomb. Und die habe ich jetzt, das waren jetzt glaube ich, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, meine Freunde, meine lieben Freunde. Forest Princess, Inactive Active, okay, das sind beides Forest Drones. Da die drei Drones miteinander gestackt haben, bedeutet das, dass die immer gleich waren. Ah, hier war die Common, genau, die wir gezüchtet haben. Es stacken nämlich immer nur gleiche Drohnen miteinander. Wir haben eine Honeycomb inzwischen bekommen. Und mit ein bisschen Glück wird hier dann auch ein bisschen was kommen. So, warte mal. Das ist, die Modest Queen, die macht scheinbar nichts, weil die keinen Lebensbalken jetzt verloren hat. Modest genau, wirst braucht, du hier auch nicht züchten braucht, können. Man braucht Kakti. Flowers, also Kakteen. Als Blumen. Sprich, wir brauchen einen Sandblock. Das heißt nicht, dass wir sie... Im Moment können wir sie nicht züchten. Bedeutet nicht, dass wir das nicht weitermachen können. Du wirst gleich sehen, es wird noch was anderes fehlen. Meinst du die Temperatur? Ja. Sicher? Ich habe jetzt gerade nicht aufgepasst, muss ich ehrlich sagen, zugeben. Das heißt, die Modest werden wir irgendwo anders aufbauen müssen. Oder... ändern irgendwas an ihnen. Das ist soweit. Schauen wir mal hier. Ja genau, Klima hot. Man hat jetzt die Möglichkeit, die Toleranz 1. Und was das Humidity Arid bedeutet, weiß ich jetzt gerade auch nicht mehr. Arid ist sozusagen trocken. Okay, das heißt, das müssten wir wahrscheinlich ändern. Da bräuchten wir dann die dementsprechenden Maschinen, denn man kann auch den Bienen ihre Fähigkeiten sozusagen ein bisschen abändern, ein bisschen verändern. Sogar ziemlich krass verändern. Man kann zum Beispiel einer Wüstenbiene sagen, sie soll nur noch in kalten Klimazonen brüten. Und wie nennt man das bei den Bienen eigentlich? Brüten kann man ja nicht sagen. Die brüten ja nichts. Wie heißt es dann eigentlich bei den Bienen? Was machen die dann? Hä? Was machen die dann, wenn die nichts brüten? Ich weiß nicht, brüten. Brüten ist doch eher so Eier brüten und... Man wartet, bis die Larven schlüpfen, ja. Okay, dann ist es vielleicht doch brüten. Ah, eine Honeycomb, juhu! Wunderbar, 2 von 16 haben wir. Was hatten wir noch als Quest über? Wir hätten Bee Automation, Industrial Apiary bräuchten wir dafür. Was kostet denn das? Keine Ahnung, was das macht. Industrial Apiary. Alter Schwede, wir brauchen ein Study Casing, wir brauchen Heat Glass oder normales Glas.
ein B-Receptacle, Bronze-Gear und eine Piston. Was kostet das hier? Bronze, Glas, Weighted Pressure Plate, okay. Machen wir aus 2 Gold. Interessant. Lesen wir uns nochmal die Quest durch, was das Ding hier macht.